Also der Prozess, den du als spirituell bezeichnest, ist kein psychologischer Prozess. Dein Gedächtnis hat nichts damit zu tun. Es ist ein lebendiger Prozess. Es ist ein existenzieller Prozess. Dieser kann nur stattfinden, wenn du dir selbst erlaubst, bloß ein Stück Leben zu sein, was du nun mal bist. Zu diesem Zweck tun wir hier viele Dinge. Und vielleicht habt ihr im Ashram Leute mit diesen orangefarbenen Schildern herumlaufen gesehen. Wenn ihr die Schilder mit der Aufschrift Silence seht, die manche Leute hier rumtragen, dann bist du einfach still. Denn den Mund zu halten ist nur die Hälfte des Jobs. Still zu werden ist nur dann möglich, wenn du keine großen Stücke auf dich selbst hältst. Wenn du dich für etwas hältst, wenn du denkst, ich bin schlau, wie kannst du dann den Mund halten? Sag du es mir. Wenn du denkst, ich bin schlau, wie kannst du dann den Mund halten? Wenn du erkennst, dass du in Wahrheit dumm bist, dass du in dieser Existenz überhaupt nichts weißt, dann, nicht wahr? Dann kannst du das Leben einfach mit großem Staunen betrachten, ohne dass ein Gedanke in deinem Verstand auftaucht. Wenn du denkst, du wüsstest alles bereits, dann hast du Erklärungen und Berechnungen und Unsinn in deinem Kopf. Sobald du eine Sache siehst, tauchen plötzlich tausend Gedanken auf, nicht wahr? Du sitzt nicht völlig still hier im Satsang. Du stimmst mir zu, du widersprichst mir, du machst in Gedanken Kommentare, du kommentierst die Kleidung, die jemand neben dir trägt. Bewunderst sie, denkst schlecht darüber. Alles Mögliche passiert. Liege ich falsch? Denn in dem Moment, in dem du denkst, dass deine Gedanken einen Wert haben, dann kannst du sie nicht aufhalten. Es gibt keinen Weg, sie zu stoppen. Es geht einfach immer weiter. Wenn du erkennst, dass es absolut keinen Nutzen fürs Leben gibt, hinsichtlich deines Denkprozesses, es ist nur sich wieder verwertende Erinnerung. Es ist bloß der gleiche alte Schwachsinn, der sich selbst wiederverwertet. Aber wenn du begeistert bist, wenn du an diesem Wiederverwerten hängst, wenn du denkst, es ist großartig, kannst du es nicht stoppen. Sobald du die Muster darin erkennst, sobald du die Dummheit, die sich dahinter verbirgt, erkennst, dann wirst du langsam Abstand dazu gewinnen und es wird in sich zusammenfallen, denn ohne Aufmerksamkeit kann es sich nicht aufrechterhalten.